wie Ressortchef Jeff Sessions mit angeblichen Verstößen unter dem früheren Präsidenten Barack Obama gegen ein Gesetz zum Abhören von US-Staatsbürgern umgehe. Er warf dem Minister vor, die entsprechenden Untersuchungen zu verschleppen. Trump erhebt den Vorwurf, dass die Bundespolizei FBI unter Obama ein Abhörgesetz dazu missbraucht habe. Twitterte Trump. Außerdem stellte er die Frage, ob Generalinspekteur Michael Horowitz nicht ein Obama-Mann sei. Es sei besser, weil er Trumps Wahlkampfteam angehört hatte. Aus Trumps Sicht führte die Entscheidung des Justizministers zur Einsetzung des Sonderermittlers zur Russland-Affäre, der dem Präsidenten schwer zusetzt. Sessions Apostvize Rod Rosenstein, der die Oberaufsicht über die Untersuchungen zu der Affäre ausübt,